Ich bin hier am Erscheinungsberg in Medjugorje und bin mit, wie heißen Sie? Oder? Michael. Michael, du hast gesagt, wenn ich du sagen darf. Ja, ja, gleich. Wie oft warst du in Medjugorje? Also über 20 Mal ungefähr. Warum kommst du immer wieder her? Ja, es gibt jedes Jahr mir mehr Kraft. Mhm. Und fürs Leben auch, muss ich sagen. Mhm. Wir waren ja schon 1986, ich habe 7 Kinder, da waren wir. Selber sind wir früher runtergefahren, mhm, und da waren wir das erste Mal da. Dann waren wir auch natürlich auch noch mit den Kindern, waren öfter da. Mhm. Ja, und jetzt fahren wir mit dem Bus. Mhm. Und es ist also wirklich jedes Mal ein besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Kannst du das beschreiben für Leute, die sich nicht so auskennen, was Medjugorje nicht so kennen? Was ist so besonders hier? Ja, ich würde Folgendes sagen. Es ist ein neues Buch, glaube ich, von der Mirjana erschienen. Mhm. Allen Leuten, die nicht daran glauben oder die Zweifel haben, die sollten dieses Buch lesen. Das lässt sich wie ein Kriminalroman. Ein Herz wird gewinnen. Ja. Im November, ich weiß nicht, ein ganz neues Buch. Im November ist herausgekommen. Gut, das kann man finden. Und das in der Buch gibt es eh bei uns da, in Medjugorje kriegt man es auch und man kann es auch so bestellen. Aha. Man bekommt es überall. Wunderbar. Und Sie waren immer katholisch, wenn ich fragen darf? Ja. Ich war schon von, also meine Eltern auch natürlich. Mhm. Ich bin jetzt schon älter und damals war es noch so, dass man eigentlich. Hat man den Glauben so leben? Ich sage mal, müssen. Mhm. Irgendwie, wenn man nicht in die Kirche gegangen wäre und das nicht getan hätte, wäre mir halt aufgefallen. Mhm. Aber mir hat es nicht geschadet. Mhm. Weil heute ist ja so, da geht man her und sagt, ja, man muss den Kindern mit 15 Jahren einmal die Entscheidung lassen, ob sie getauft werden und so weiter. Mhm. Und das ist total das Verkehrte. Warum? Ja, weil ich finde, der Mensch muss ja auch in die Schule zum Beispiel gehen. Kann ich auch nicht sagen, wenn es dich nicht mehr freut, gehst du nicht in die Schule, wenn es dich freut, gehst du. Mhm. Wunderbar. Was ich nur sagen wollte, was mir auch so gefällt, ist das, ich glaube, die Mutter Gottes hat gesagt, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, ihr würdet bei Tag und Nacht beten. Mhm. Und da sage ich, wie weit sind wir eigentlich noch entfernt, weil wie viel beten wir zum Beispiel? Und ich sehe, du hast eine lebendige Beziehung. Das ist also nicht nur jetzt katholisch auf Papier, weil es jemand dir, sag mal, als mitgegeben hat. Wie kann jemand diese lebendige Beziehung zu Gott haben? Wie kannst das du muss man langsam aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen, dass ich sage zum Beispiel, sie betet jetzt jeden Tag einen Rosenkranz. Das wäre zu viel. Und natürlich, man muss sich Gedanken machen, unsere Erde, so schön. Wenn einer erzählt, ja, wie ist die entstanden? Ja, ein Urknall oder was immer. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen eine primitive, sage ich mal, Ansicht. Mhm. Ich finde nämlich schon, es muss irgendetwas gegeben haben. Und da muss man sich halt langsam Gedanken machen, jeden Tag vielleicht, würde ich sagen, dann vielleicht ein Gebet oder je nachdem, wie man halt dann das will. Und da langsam in den Glauben hineinwachsen. Weil so schnell geht das nicht von heute auf morgen, dass ich ändere ganz alles. Stimmt, das ist zum Wachsen. Ne? Ja, ja. Und was würdest du sagen, viele Leute denken irgendwie, Gott, der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der wartet nur, dass wir einen Fehler machen und uns in die Hölle schicken kann. Ja, das ist natürlich die Hölle, die machen sie die Menschen selber. Mhm. Gott lässt den Menschen wirklich, er liebt sie so, den freien Willen und sie können sich für so oder so entscheiden. Mhm. Und leider viele halt, gehen halt den steilen Weg, den steinigen eigentlich, ne? Ja, sondern den breiten Pfad, der ja dann ins Verderben führt, muss ist man nichts, sagen. Nicht? Ne? Und das gibt es einfach, weil wenn man so schaut, Es sind immer Leute da, die doch, es muss irgendetwas Gutes geben, natürlich das Schlechte gibt es ja auch. Mhm. Und du bist richtig Katholik, begeisterter Katholik? Ja, warum? Ja, ich gehe zum Beispiel jeden Tag in die Messe und das gibt mir sehr viel. Aha. In welcher Weise? Also, ich wohne in Oberösterreich, in Landsburg. Mhm. Da, wir haben jetzt zwei Priester, wir haben einen sehr guten Priester gehabt, der wirklich immer jeden Tag die Messe gelesen hat. Der hat auch keinen freien Tag gehabt, zum Beispiel am Montag. Mhm. Er hat immer die Messen und alles gelesen. Und das ist auch sehr viel wert. Mhm. Du spürst, dass du gehst zufriedener raus? Ja, ja, man geht schon, wenn man oft Probleme hat. Ja. Es geht natürlich nicht jeden Tag ist gleich. Mhm. Es geht ja allen so. Ein Tag ist einmal besser, dass ich sage, halt fühle mich wohl. Mhm. Und am nächsten Tag bin ich wieder ganz am Boden. Mhm, genau. Aber ich glaube, irgendwie hilft das schon dann. Mhm. Und du gehst beichten?
Gehe ich auch, ja. Was ist die Schönheit? Ungefähr, ja, jedes Monat gehe ich ungefähr schon so. Wie die Mutter Gottes hier sagt, ne? Ja, ja. Und was ist die Schönheit vom Beichten? Was willst du Leuten sagen? Es ist einfach, ich finde ja so, mir geht es halt so. Ich mache immer wieder Fehler und dann ärgere ich mich, weil ich wieder das Gleiche gemacht habe. Aber ich glaube, es wird schon durch die Beichte etwas besser, dass das nicht mehr dann so stark ist. Es wird gemildert, sage ich einmal, dieser Fehler. Ne? Das ist schon, finde halt ich persönlich. Ne? Was würdest du Leuten sagen, die vielleicht jetzt begeistert sind und sagen, ich gehe vielleicht, mach das jetzt auch mal, ich gehe mal wieder beichten. Und die Angst haben vor dem Priester und sagen, was denkt der von mir, wenn ich da jetzt hingehe und alles erzähle, was ich gemacht habe? Ich muss ja persönlich auch sagen, wenn ich den Priester kenne, habe ich auch eine gewisse, der kennt mich, oh, der weiß jetzt das. Aber das, glaube ich, darf man gar nicht so sehen. Weil er erstens, wenn viele kommen, er vergisst das und jenes auch wieder. Und ich finde, es gibt, man müsste sich einen Priester suchen, mit dem man wirklich gut Kontakt haben kann, dass man mit dem sich ausspricht. Und man muss ja gar nicht beichten zuerst, sondern man sagt, du, so schaut es aus bei mir und was würdest du mir raten? Wunderschön. Du betest den Rosenkranz? Bete auch, ja. Warum? Ja, weil wir haben sieben Kinder, glaube ich. Wow. Und natürlich gibt es für immer wieder große Probleme. Auch wir kennen Leute, die Probleme haben, Krankheiten. Also wir beten, wenn nach der Messe meine Frau und ich, da beten wir immer dann gemeinsam. Zusammen, ja. Und stimmt, ich habe gehört von jemandem, ich glaube, Herr Payton in Amerika, der hat gesagt, ein Ehepaar, das zusammen den Rosenkranz betet, diese Familie bleibt zusammen. Ist das wirklich so? Ja, bei uns ist also, wir haben natürlich auch Schwierigkeiten gehabt mit den Kindern und da. Und der Ehe natürlich gibt es auch oft Probleme. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hält einen das schon, finde ich, zusammen. Und je älter das man wird, wenn man jung ist vielleicht, da denkt man nur, hurra, das und jenes, es wird. Aber je älter das man wird, dann denkt man schon, Gott sei Dank, wenn man zusammengeblieben ist, keine Ehescheidung oder Trennung und das, also, das bringt alles überhaupt nichts, kann ich sagen. Aber wenn es so schön ausschaut. Ja. Also das ist das einzige mögliche Zusammenbleiben. Ja. Und was würdest du Leuten einen Rat geben? Ich meine, ihr seid sieben Kinder, eine große Familie. Wie hält eine Ehe zusammen? Gibt es da ein Geheimnis irgendwie dafür? Nein, es ist so, also je mehr Kinder finde ich, desto mehr hält die Ehe. Je mehr Kinder hält die Ehe mehr zusammen. Das finde ich schon, das ist, weil es sind da, wir sind ja auch schon älter jetzt, und da freut man sich dann doch, wenn die Kinder wieder kommen und das und jenes und da ist etwas, die Enkelkinder kommen. Also das kann ich sagen, weil solange man jung ist, vielleicht versteht man es nicht. Aber wenn man älter wird, dann sieht man, was das eigentlich heißt. Wow, beautiful. Und die letzte Frage, wir sind jetzt hier in Medjugorje, was würdest du Leuten sagen, warum sollen die vielleicht mal hierher kommen nach Medjugorje? Sich das einfach anschauen. Ich habe schon viele gekannt, die sind mit uns auch teilweise heruntergefahren, die nichts gehalten haben. Die haben gesagt, oh, da sind lauter so alte Mandal und Weiberl da, die da Mess feiern und ein bisschen so. Und dann war die auch unten, diese Anbetung, die vielen Jungen und so weiter. Und die haben gesagt, nein, das ist ja ganz ein Glaube. Und es ist sicher, es ist anders wie in den meisten Pfarren. Ich kann nicht sagen in allen, aber in den meisten Pfarren ist natürlich nicht so schön wie da, muss man sagen. Aber trotzdem, es ist wichtig, das Wichtigste ist die Eucharistiefeier. Jesus ist da und die sollte man nach Möglichkeit immer besuchen, soweit es geht. Also besuchen ist halt mitfeiern, muss man sagen, mit Herz und Leib und Seele. Wow, beautiful. Und wenn ich noch eine Frage stelle, was... ich meine, ich treffe hier viele Leute, die suchen Ehepartner. Was würdest du denen Rat geben? Ich meine, du bist jetzt verheiratet. Ist der Glaube wichtig? Was ist entscheidend? Also der Glaube, finde ich, ist einmal ganz wichtig. Ich kenne selber Familien und Leute, wo der eine Partner gläubig war, der andere ungläubig. Und ich muss da sagen, es ist schwierig. Das muss ich schon, die ich kenne. Und sagen wir, wenn jetzt da... die Ehefrau, wirklich, die muss dann, sagen wir, die ist gläubig, sage ich einmal. Meistens sind es ja die Frauen dann, die Gläubigerin sind. Und der Mann nicht so, die muss dann schon sehr stark sein, dass sie auch den Glauben leben kann. Das finde ich. Also es ist einfacher, wenn der Glauben, wenn man gleichen Glauben hat. Wenn man Partner mit, natürlich mit gleichen.
Und was würdest du sagen, was ist, ich meine, du sagst, es ist der Glaube der Katholische, was ist für dich die Schönheit vom katholischen Glauben? Wirklich die letzte Frage? Ja, ja. Naja, es ja? ist einfach, erstens einmal, es ist, ich muss sagen, es ist die einzig wahre Religion. Mhm. Jesus Christus. Mhm. Und der hat wirklich, und das hat sich durchgezogen, 2000 Jahre Geschichte. Mhm. Und es gibt Abspaltungen, von denen ich aber nichts halte, weil der gerade Weg von Petrus und den Nachfolgern ist einfach der katholische Glaube. Mhm. Und die Schönheit für dich? Die Schönheit natürlich auch. Ja. Man ist geborgen. Ich habe ja schon zuerst gesagt, es gibt oft Schwierigkeiten. Aber im Grunde ist immer wieder dann eine Lösung da. Wow. Da glaubt man, es ist schlecht, aber dann plötzlich, ja, kommt das Licht wieder. Das ist schön. Kommt eine Hilfe, himmlische Hilfe. Ja. Wow. Ganz lieben Dank für das Interview. Bitte.